Sky 90. Also diese Szene ist unstrittig. Aber was danach folgt, ist wirklich nicht gut aufzulösen. Da ist eine Hand im Gesicht von Abraham. Aber wem gehört diese Hand? Ist das Grifo unter der Mütze? Das ist wirklich schlecht für mich jetzt aus dieser Situation erkennbar. Oder war es Florian Bruns, der gelb gesehen hat? Wir suchen den Täter mit der Mütze. Jochen Seyer nochmal bei Dr. Felix Brüch. Ja, ich meine, es ist Grifo. Ich meine, es ist Grifo. Jagdszenen, die wir so in der Fußball-Bundesliga nicht sehen wollen. Ich glaube, Brüch hat den Täter gefunden, ja. Auch Vincenzo Grifo sieht rot. Wegen einer Tätlichkeit. Jelson Fernandes, gelb-rot.